Ja, hallo und Hallöchen, ihr Lieben, hier bei einem neuen Projekt bei uns auf dem Kanal. Und zwar handelt es sich hier mal wieder um eine Mobile-App, wo ich persönlich mich richtig, richtig drauf freue. Ihr seht, es handelt sich bei dem Spiel um Horsehaven World Adventures. Es ist der zweite Spiel von, der zweite Teil von einem Spiel, nämlich von Horsehaven. Und wie gesagt, ich freue mich schon richtig drauf. Ich habe mir den Titel auf dem Handy schon mal angeguckt, um grob zu testen, ob der was wäre. Es ist auf jeden Fall cool. Man kann das mit anderen zusammenspielen, wenn man das mit Facebook verknüpft. Womit ich auch direkt zum ersten kommen möchte. Ja. Ihr seht, ich bin mit meinem SSO-Namen hier drin. Ich bin weiblich. Ja. Es lädt noch. So. Womit ich auch direkt zum nächsten Punkt komme. Denn sobald ich das mit Facebook verknüpfe, wird es auch so ein bisschen ein Gemeinschaftsprojekt werden. Beziehungsweise wir werden immer mal wieder beieinander vorbeischauen mit der Melissa Goldforce und der lieben Melissa Snowdaughter. So, aber jetzt fangen wir mal an hier. Es blinkt mir schon ganz nervös an. Wir müssen das Bauernhaus aufwerten. Jetzt haben wir gerade gar nicht die Einführung lesen können, weil die beim Anmelden leider übersprungen wurde. Mein Käse hier. Bauernhaus. Du hast Tante Carols Bauernhaus wiederhergestellt. Als hättest du dich daran erinnert. Ja, worum geht's hier? Das ist so ein typisches Mobile-Aufbauspiel. Aber man kann hier mehr machen als im typischen, üblichen Spiel. Was das ist, das zeige ich euch jetzt aber mal. Hier kannst du Mitteilungen empfangen. Sieh mal, eine ist schon da. Auf unserem Haupthaus, was steht da? Willkommen. Ich bin so froh, dass du dich um die Ranch kümmerst. Nun kann ich mich entspannen und die Reise genießen. Wir sehen uns bald, Tante Carol. Super, ich schätze, die anderen kannst du selbst wiederherstellen. Schau dir die Aufgaben zur Erinnerung an. Okay, die Aufgaben haben wir hier oben links. Und wir können hier, wenn wir eine Aufgabe abgeschlossen haben, können wir hier unsere Belohnung anfordern. Unsere ersten Erfahrungspunkte. Hier haben wir eine Scheune. Wir müssen nämlich auch selber Futter anbauen. Und das Futter wird dann hier drin gelagert werden. Wie gesagt, das sind jetzt so die Schritte, die ich schon beim ersten Testen kennengelernt habe. Du hast Tante Carols Scheune wiederhergestellt. Hallo. Wenn du eine Aufgabe beendest, kannst du deine Belohnung anfordern, indem du auf die Aufgabe klickst. Genau, anfordern. Oh, und da sind wir schon Level 2 geworden. Ja, hier. Supi. Was haben wir bekommen? 600 Schillinge. Ich sage jetzt einfach mal Schillinge. 6 mal Gras. Und wir haben, was haben wir freigeschaltet? Eine Box ist das, glaube ich. Tante Carol sagte, dass du ganz schön helle bist. Nicht mal einen Tag hier und schon Rang 2. Wie ich sehe, hast du die alte Scheune wieder aufgebaut. Ich schicke dir etwas Futter, das du dort lagern kannst. Also, aber nett. Was haben wir bekommen? 6 Gras, 6 Mais. Du kannst Ressourcen verfüttern oder verkaufen, um Münzen zu verdienen. Was müssen wir denn jetzt hier machen? Erstmal verkaufen, okay. Hier in Montana sagen wir, eine Ranch ist keine Ranch ohne ein Pferd. Stelle einen Stall wieder her, um eins einzustellen. Yay! Wir bekommen unser erstes Pferd. Das kostet uns 500 Geld. 500, ich sag jetzt einfach Schillinge. Das geht einfach leichter von der Zunge. Ah, oh, wir haben ein Fohlen. Ein Quarterhorse. Seltenheit, Besonderheit. Und hier haben wir Merkmale vom Pferd. Dein Pferd sieht hungrig aus. Füttere es schnell, bevor es die Stalltüren eintritt. Oh. Das macht aber ein gut erzogenes Pferd nicht. Oh, es ist so süß. Gib ihm vor dem Füttern einen Namen. Er heißt jetzt hier Philippe. Da ich es jetzt nicht am Handy spiele, sondern über einen Emulator am PC, heißt übrigens BlueStacks, läuft das hier nicht so optimal. Das heißt, ich kann jetzt hier nicht den Namen verändern, ohne dass es abstürzt. Deswegen müssen wir jetzt auch bei Philippe bleiben.
Durch das Aufziehen eines Pferdes, zum Beispiel durch Füttern, erhalten dein Pferd und du Erfahrung. Und verpflegen wir das direkt mal. Ei, das ist so süß, wie das hier mit den Öhrchen wackelt und oh, es ist so süß. Und Level 3 haben wir schon. Geht echt fix hier. Hier haben wir jetzt stehen, wir bekommen nämlich für den Stall bekommen wir auch Geld. Und hier unten haben wir den Verkaufsfeld. Wir wollen jetzt natürlich Philippe nicht verkaufen hier. Soweit kommt's noch. Hi, cool. Hallo, schau die Aufgabenaufzeichnung an. Wenn du eine Aufgabe erfüllt hast auf der Range in Montana, ist immer etwas zu tun. Ach, vergiss nicht den Paddock zu reinigen, da verstecken sich oft Schätze. Okay. Was haben wir da jetzt? Ein Diamanten. Und wir sollen jetzt Amy auf ihrer Range besuchen in Amerika. Weil, da habt ihr es jetzt gerade schon gesehen, da kann man sich nämlich, wenn man das hier mit Facebook verknüpft hat, kann man sich dann nämlich adden. Und dann kann man sich nämlich auf der Ranch besuchen und dann auch im späteren Spielverlauf Pferde voneinander züchten und sich auch in Wettkämpfen messen. Aber das erkunden wir dann noch. Komm schon, nicht so schüchtern. Du kannst sie streicheln. Alle Pferde lieben es, an der Mähne gestreichelt zu werden. Und ihr seht... Oh, wie süß, sie mag dich. Schick, nun hilft deinen Freunden dabei, ihren Anbau zu beschleunigen. Okay, das heißt... wir müssen jetzt hier einfach nur aufs Feld draufklicken. Was hältst du von meiner Range? Hättest du je gedacht, dass wir jeder unsere eigene Range hätten? Nee, hätte ich nicht gedacht, weil ich dich eigentlich noch gar nicht kannte bis... vor kurzem. Ei, unser Fohlen will anscheinend wieder was zu fressen haben. Ach nee, nicht zu fressen. Wir müssen... einstreuen. Oh, und da kommt's wieder rein. Und? Alles gut? Du guckst so skeptisch. Alles prima. Dann ist gut. Sehr süß. Oh, wir haben ja eine Aufgabe abgeschlossen. Oh, zwei sogar. Den Stall wieder aufzubauen und eine Pferdstufe 3 zu besitzen. Eieiei, hier. Es geht ja wie das Brötchen backen. Jetzt sind wir schon Level 3. Du hast einen neuen Rang erlangt und ein neues Gebäude freigeschaltet. Beginne deine Range zu erweitern. Okay, wir haben nämlich hier... Okay, also wir sollen jetzt hier unser Feld pflügen. Auf den Feldern wächst Getreide, was sich dann wiederum an die Pferde weiter verfüttern kann. Wir haben nämlich hier außenrum noch ganz, 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 ganz viel Platz, um unser Gelände zu erweitern. So, unser erstes Feld. Du benötigst einige Diamanten, damit du es sofort abschließen kannst. Oh, wir kriegen Diamanten geschenkt. Oh, Diamanten sind toll. So, nochmal anklicken. Also wenn ihr das Spiel übrigens auch spielen wollt, müsst ihr mal gucken. Also entweder, wie gesagt, hier am PC über BlueStacks fürs Handy. Also für Windows Phones geht es nicht, aber sowohl auf iOS, also auf iPhones, als auch auf Android könnt ihr dieses Spiel spielen. Wie gesagt, nochmal Horsehaven Adventures, New Adventures heißt es. Wir pflanzen jetzt mal Gras an. Ja, keine Lust zu warten, ist mir so teuer hier. Weißt du noch, was Tante Carol nach dem Füttern immer erzählt hat? Ich auch nicht. Vielleicht kommt sie ja bald wieder. Ach je. Und wieder zwei Erfolge hier. Also es geht echt fix, wir sind bald schon Level 4. Richtig schnell hier. Ich würde sagen, wir pflanzen direkt noch was an. Was haben wir hier jetzt abgeschlossen? Bauer, besitze ein Feld. Wir bekommen 6 Diamanten und 2 Erfahrungspunkte. Die Diamanten in dem Spiel sind übrigens die Pay-Währung. Also man kann sie für Echtgeld aufwerten. Auffüllen, nicht aufwerten.
Ihr bekommt sie aber auch immer wieder hier für das Erledigen von Aufgaben. Also es ist eine Frage der Geduld quasi, ob man sich welche kaufen will oder ob man lieber abwartet. Kostenlos ist das Spiel allemal. Aber es ist, ihr kennt es bestimmt auch schon aus anderen Spielen. Ich spiele ja auch schon lange Drachenaufstieg von Berg. Da sind, was hier die Diamanten sind, sind da dann zum Beispiel die Runen. Mensch, du bist aber ein ganz schöner Dreckspatz hier. So sieht das auch immer aus, wenn ich Romero putze. Ist das Pferd dann hinterher sauber, man selber ist dann total verdreckt. Kennt ihr das? Oh, das ist so schlimm. Hier oben haben wir die Erfahrungspunktanzeige hier von dem kleinen Fohlen. Hier haben wir auch nochmal die genaue Info. So. Wir können hier gleich... Wir können doch hier gleich schon wieder irgendwas machen. Ausmisten. Ha, wir können schon wieder ausmisten. Es wäre doch supi, wenn wir... Ja, wir kriegen jetzt, glaube ich, das Level up noch für unser Fohlen. Dann ist es schon Level 4. Man bekommt hier wieder angezeigt, wie dann der Wert gestiegen ist. So. Es wurde ein neues Feld freigeschaltet. Pflüge es, damit du mehr Getreide anpflanzen kannst. Wir sind jetzt Level 4. Was haben wir dann freigeschaltet? Wir haben auf jeden Fall einiges bekommen. Ach ja, genau. Und ihr könnt auch noch jeden Tag hier besondere Preise absahen, wenn ihr euch täglich anmeldet. Für den ersten Tag eben 100 dieser Schillinge, 200, 500, dann 5 Diamanten, 750 Schillinge, 1000 Schillinge und für Tag 7 sogar 10 Diamanten. Also ihr seht, es ist eigentlich... Man braucht ein bisschen Geduld, aber es ist recht fair gehalten. Oh, und unser zweites Feld. Es wird Zeit, dass wir hier... Ach, müssen wir es auch wieder beschleunigen? Oh, also die NPCs in diesen Apps, die sind anfangs immer so ungeduldig. Die wollen immer, dass man alles sofort beschleunigt. Du willst Mais pflanzen? Dann brauchst du ein Feld der Stufe 2. Pferde lieben Mais noch mehr als Gras. Okay, dann wertet man das hier mal auf. Für 400 Schillinge. Ach, müssen wir auch direkt schon wieder fertig machen hier. Wow, also wir schmeißen hier ganz schön mit Diamanten um uns. Cool, sehe jetzt den Mais. Gut. Ihr seht auch hier, die haben auch unterschiedliche Preise. Der Mais ist einfach schon mal doppelt so teuer. Super. Du weißt schon, wie man Mais pflanzt. Nun brauchst du eine Futtermühle, damit du besseres Futter für die Pferde herstellen kannst. Die Futtermühle. Wo stellen wir die denn mal hin? Die stellen wir... Boah, ich würde sagen, die stellen wir einfach hier oben irgendwo hin. Direkt in nächster Nähe zur Scheune. So. Gut gemacht. Versuche nun, blaues Futter herzustellen. Das Futter wird aus den Feldfrüchten hergestellt, die du anbaust. Du musst genug Material haben, bevor du Futter herstellen kannst. Okay. Wie viel brauchen wir? Wir brauchen 8-mal Gras und 4-mal Mais. Und das Herstellen dauert 5 Sekunden von dem blauen Futter. Gut gemacht. Vergiss nicht, das Pferd mit dem blauen Futter zu füttern, wenn es nötig ist. Okay. Ja, und wir sehen hier schon, unser Fohlen möchte jetzt gerne schon blaues Futter haben. Können wir leider noch nicht mit dienen. Das muss erst noch herstellen. Oh, schon wieder. Zwei Aufgaben abgeschlossen hier. Besitze ein Pferd Stufe 4 und besitze ein Feld der Stufe 2 in Montana. Das heißt, wieder ein paar Erfahrungspunkte und wieder ein paar Schillinge für uns hier. Aber ihr Lieben... Ich würde sagen, an der Stelle verabschiede ich mich erstmal für die erste Folge hier von euch. Hier wird sich in den nächsten Tagen einiges tun. Ich bin schon total gespannt. Ich werde schon mal gucken, ob ich dann in der Zwischenzeit schon mal hier mein Konto mit meinem Facebook-Account Dina Sunfield verknüpfe, den ihr natürlich auch gerne adden könnt, wenn ihr das Spiel gerne mit mir spielen möchtet.
Und dann gucken wir mal, ob wir vielleicht nächste Folge schon mal bei der Alicia oder bei der Melli vorbeischauen können. Ich bin gespannt. Auch mal gucken, wie sich dann unser Fohlen macht. Ich hoffe natürlich, es hat euch gefallen. Lasst mir doch einen Kommentar da, was ihr von dem Spiel haltet. Und dann sehen wir uns morgen schon zu einer neuen Folge wieder, hier bei Horsehaven World Adventures. Bis dann, ihr Lieben. Tschüss.